80% der Menschen, die auf Katzen allergisch reagieren, reagieren auf das Protein Fel-D1, das im Speichel, in der Haut und einigen Organen des Tieres produziert wird. Im Gegensatz zur landläufigen Meinung sind es nicht die Katzenhaare, die die Allergie auslösen, obwohl das Allergen nach der Eigenpflege daran haften kann. Es gibt einige Katzenrassen, die weniger von diesem Allergen produzieren und deshalb besser für Menschen mit Katzenallergien geeignet sind. Tierisch Schlau enthüllt, um welche Rassen es sich handelt. Erste sibirische Katze. Obwohl sie durch ein langes und dichtes Fell gekennzeichnet ist, gilt sie als die für Allergiker am besten geeignete Katze. Dies liegt daran, dass sie die geringste Menge des Fel-D1-Proteins produziert. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass keine Katze vollständig hypoallergen ist und die Adoption einer sibirischen Katze bietet keine 100%ige Sicherheit. Dennoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du eine Reaktion erleidest, bei einer milden Katzenallergie geringer. Zweiter Balinesische Katze. Obwohl die Balinesische Katze langes Fell hat, produziert sie weniger Fel-D1 als die meisten anderen Katzenrassen und kann daher das Risiko einer allergischen Reaktion verringern. Dritter Bengalkatze. Aufgrund ihres wilden Aussehens und intensiven Blicks gilt sie aufgrund desselben Grundes wie die vorherigen Rassen als beliebter Gefährte für Allergiker. Ihr Anteil an allergieauslösendem Protein ist niedriger. Vierter Devon Rex. Obwohl viele glauben, dass die Devon Rex aufgrund ihres kürzeren Fells hypoallergen ist, betonen wir erneut, dass nicht das Fell selbst die Ursache für Katzenallergien ist, sondern die Produktion des Proteins Fel-D1. Es hilft jedoch, dass die Devon Rex weniger Fell verliert, sodass die relativ geringe Menge an Allergenen, die sich auf ihrem Fell ansammeln kann, weniger wahrscheinlich im ganzen Haus verteilt wird. Fünfter javanische Katze. Auch als Colorpoint Longhair bekannt, gehört sie zu den hypoallergenen Katzen, die weniger Allergen produzieren. Sechster orientalische Kurzhaarkatze. Bei dieser Katze ist es genauso wie bei der vorherigen, der einzige Unterschied zwischen ihnen ist die Länge des Fells. Es ist immer ratsam, regelmäßig das Fell zu bürsten, um abgestorbene Haare zu entfernen und die Verbreitung des Proteins zu verringern. Siebter russisch-blaue Katze. Dank ihres dicken, doppelschichtigen Fells wurde die russisch-blaue Katze als eine der besten Katzen für Allergiker angesehen. Dies liegt nicht nur daran, dass sie weniger Allergen produziert, sondern auch daran, dass sie näher an ihrer Haut hält und weniger Kontakt mit Menschen hat. 8, 9 und 10. Cornish Rex, La Perm und Siamesische Katze. Diese drei Rassen produzieren nicht weniger des Proteins Fel-D1, verlieren jedoch weniger Haare als andere Katzenrassen. Deshalb werden sie manchmal als Hypoallergen-Katzen angesehen. Da sich das Allergen auf dem Fell und der Haut des Tieres ansammelt, kann es sich beim Haarausfall oder in Form von Schuppen im ganzen Haus verteilen. Bei Katzen mit dichterem oder lockigerem Fell wie diesen ist es unwahrscheinlicher, dass sie das Protein verbreiten. In diesen Fällen empfehlen wir vor der Adoption Kontakt aufzunehmen und zu beobachten, ob eine allergische Reaktion auftritt. Tipps für das Zusammenleben mit einer Katze trotz Allergie. Beginne damit, deine Schlafzimmertür geschlossen zu halten. Du solltest verhindern, dass deine Katze in dein Zimmer gelangt, um das Allergen nicht überall zu verteilen. Entferne Teppiche und ähnliche Gegenstände im Haus, da sie oft eine große Menge an Katzenhaaren ansammeln. Stelle sicher, dass jemand anderes deine Katze regelmäßig bürstet, um übermäßigen Haarausfall zu verhindern. Da Katzen auch Proteine über den Urin ausscheiden, sollte das Katzenklo immer sauber sein und Allergiker sollten den Kontakt damit vermeiden. Kastrierte Katzen produzieren weniger Allergen, daher solltest du mit deinem Tierarzt sprechen, wenn deine Katze noch nicht kastriert ist. Schließlich gibt es Medikamente, die allergische Reaktionen erheblich reduzieren können. Suche ärztlichen Rat. Unterscheidet sich deine Allergie je nach Rasse? Teile deine Gedanken in den Kommentaren und wir sehen uns beim nächsten Mal.